Aber ich habe ganz ehrlich, noch nie rosa Marmelade gesehen. Ich auch nicht. Was es mit diesem Feld hier auf sich hat, weiß ich nicht wirklich. Keine Ahnung. Ich schätze mal, wenn man die Gegner noch nicht alle besiegt hat, dann wird man da nicht durchkommen, oder? Ich habe keine Ahnung, weil ich bis jetzt noch nie probiert habe. Könnte sein, also. Und übrigens, alles, was wir hier aufheben, wird geteilt. Ja, macht Sinn. Okay. Naja, das sind jetzt Wärmepunkte. Okay. Ja, mit denen, die ich schon mal gespielt habe, bei dem war das von Anfang an nicht wirklich gehen so klar, dass es geteilt wird. Ach so, okay. Ah, hier, Gruppenknopf. Löst sich nur dann aus, wenn die komplette Gruppe draufsteht. Ah, deswegen sind auch mehrere Dings auf einmal dran, ne? Ah. Ey, ich kick dich da rein, dann nimmst du Schaden. Oh ja, und ich auch, wenn ich reinspringe. Ja, das ist im Allgemeinen so. Das stirbt. Oh Mann, er geht mir auf die Nerven. Man könnte auch sagen, wenn ich jetzt schon Tiere zu dem Knopf, wäre das der nicht der Gruppenknopf, sondern der Familienknopf. Ach so. Ich weiß nicht, wie der Knopf oder was? Ich weiß nicht, wie er darauf kam, Familienknopf. Ja, vielleicht Vater, Mutter, Kind, so wie es aussieht, ne? Kann sein. Nee, ist der Gangbang-Knopf. Ah, Wärme, Wärme. Da versteckt sich Wärme, so wie es aussieht. Nein, doch nicht. Hat nur geleuchtet. Yay, Münzen. Jetzt will ich aber. Komm, komm. Ach nein, doch nicht auf den. Ah, jetzt lade ich mal auf. Hier, Imbar Slash und... Lass. Boom. Haha. Und er macht alles kaputt. Nein. Das ist Kollateralschaden. Man, das will. Ich muss auch so. Entweder man rennt hier durch oder man zückt die Pistole und knallt die einfach ab. Oder so. Ja, alles kaputt hier. Aber die Pistole ist irgendwie nicht sehr präzise, beziehungsweise manchmal trifft sie nicht, auch wenn man genau drauf zählt. Ist mir so aufgefallen. Ja. Na, geht auch. Okay, und jetzt Bosskampf. Erst das Zeug einsammeln oder? Also ich mache immer gern so, dass ich erst alle Ecken aufmache, weil wenn man dann jetzt hier in einem Kampf, wenn man bei sowas in einem Kampf verwickelt wird, kann man einfach über so ein Herz drüber laufen, ohne dass großartig. Ach, die bleiben? Was ich noch auf? Ja, die Herzen bleiben, bis sie benutzt werden. Okay, gut, das ist gut. Und die Musik ist sehr gut, wie ich finde. Ja, die ist gut. Und Imba Slash. Oh. Stier. Imba Slash. Boom. Schön, dass du wartest. nee, ich meine, es hat gewartet, bis ich aufgeladen habe, obwohl ich genau davor stand. Manchmal sind die Monster nicht ganz so helle, ja, da hast du recht. Stirb. Ja, war sehr einfach. Oh, was ist denn das? Der Holzfäller. Für den würde ich aufpassen, weil der, Der haut. Ganz bisschen ganz fies. Was? Dann bist du... Naja... Boah, ich habe jetzt gerade vergessen, wie es gerade nochmal heißt, paralysiert. Gestunt? Könnte man auch sagen. Nicht wirklich, man ist immer langsamer. Ja, dann man schlägt langsamer zu und... Dann ist man einfach kurzzeitig verwirrt. Man läuft langsamer, schlägt langsamer zu und... Ja. Blub, blub, blub. Und jetzt? Yeah. Das war's? Schwieriges Spiel. Für den Anfang war es das. Okay. Da. Stufe 2, komm. Nicht ganz. Naja, und jetzt kannst du auf X drücken, um da rauszukommen, weil sonst war das wirklich gehend hier eine ganze Minute. Das ist bescheuert. Wie gut, dass ich auf X in der Tastatur gedrückt habe. Das ist sehr gut. Ja. So effektiv. Ja, das nützt. Gar nichts? Du hast es voll und ganz erkannt. Sehr gut. So, dann gehen wir mal weiter. Zurück zum Händler. Haben wir jetzt ein bisschen... Oh ja, jetzt könnten wir uns rein theoretisch was kaufen. Warum winkt der neben mir zu? Ich mag den nicht. Ein Vita-Suit. Ein fancy Pocket. Ich
kauf mir großartig, naja, nicht wirklich gerne sowas, vor allem hier beim am Anfang. Naja. Ja, okay, ich finde nämlich nicht. Alles, was man hat, ist genauso gut wie das, was der Händler hat. Ja, ja gut. Ah, Stalker spielt COD, wer hat's gedacht? Nein, wirklich. Nö. So. Der hat sich aber extra nochmal gekauft, weil er keinen Bock auf die DLCs hatte. Also, er wollte es nicht mehr spielen. Und da, wenn du Spiele suchst, dann hat es scheinbar bevorzugt die DLC-Maps gesucht und hat er sich gedacht, nö. Nochmal. Jetzt hast du ja eine neue Aufgabe. Die wäre, überqueren den Abgrund, um Haven zu erreichen. Heaven. Nicht Haven. Ja, nein, und Haven, das heißt, ich werde jetzt wieder eine Gruppe eröffnen und dich einladen. Gut. Da ist Ephaniel. Was haben die für Namen, ey? Was bist du? Du bist NPC. Cool. Der Name ist NPC. Den verstehe ich wenigstens. Der gibt Sinn, wenn man ihn hört. Sky Blue. Ha, und der ist rot. Nein, Scherz, er ist wirklich blau. Schon wieder ins Uhrwerk. Gibt's auch andere Kampfumgebungen oder nur das? Das Uhrwerk ist reines Gebiet, wo man sich aufhält, bevor man runtergeht. Okay. Das ist sozusagen der Treffpunkt für alle. Ach so. Okay, und jetzt? Runter. Dann muss man wieder auf den Aufzug, ja. So. Und das kostet jetzt eben 10 von den Punkten da rechts unten. Ja. Hinab. Wir gehen wieder hinab. Stalker hat Probleme mit COD. Er startet zum dritten Mal. Naja, und die Punkte regenerieren sich eben über Zeit oder eben durch einen Trank, den man bekommt, wenn man zum ersten Mal spielt. Dann bekommt man so einen Trank über die Post. Wo sieht man den? Inventar? Woha, jetzt bloß nicht auf O drücken. Ja. Naja, ich sollte vielleicht diesen Frame-Dings da mal nach oben legen, dann sehe ich das auch wenigstens. Oh, was will mir das sagen? Rechts, die kannst du das lesen. Ah, du hast es bis hierher geschafft. Ja, interessiert mich nicht. Ja, da, Gangbang, komm. Ihr Schwul. Juhu. Du gehst da wirklich drauf. Kid! Sonst kommen wir nicht weiter. Aha. Sicher? Denk's mal! Dumme Marmelade, geh weg. Ich mag dich nicht. Stirb, Marmelade. Jetzt da das Schwert, ich nehme die Pistole. Imba-Schuss. Und stirb. Wow, das hat mich jetzt fast ins... Kann ich dir eigentlich auch Schaden machen, oder ist das hier... Nee, geht nicht. Weg. Ja. Man kann keinen anderen in den Tod befördern. Schade. Achso, der ist schon aktiviert. Ups. Du siehst, wir brauchen zwei Schüssel. Okay, Nummer zwei. Das heißt, man muss in beide Richtungen eigentlich gehen. Die ist doch schon aktiviert, ne? Die habe ich aktiviert, sonst wäre das hier zu. Ja, die mittlere habe ich auch schon aktiviert. Dann... gehen wir mal dahin. Na, nicht schon wieder. Warte mal, ich versuche mich da durchzumogeln. Ah, geht nicht. Da müsstest du jetzt alles clearen. Shit. Ja, dieser blaue Vogel, vielleicht hat man schon bemerkt, der heilt die ganzen Leute. Was? Warte mal dann. Boom. Haha. So, stirb. Da. Ich mag dich nicht. So. Marmelade, geh weg. Du bleibst dabei, das ist eine Marmelade, ne? Ja, das ist Marmelade, ich bleib dabei. Ich hab Hunger. Könnte daran liegen. Das könnte daran wirklich liegen. Ja. An alle Nutella-Liebhaber. Ey. Warum kann er die Nutella, wieso bin ich so schlau? Du bist dämlich. Wie gut, dass du das mit schlau bezeichnest. Und zum zweiten Mal... Ja. Ihr lernt's nie. Und zum dritten Mal, auch nicht schlecht. Ja. Dafür spreche ich dich jetzt aus, so. Das hast du gut gemacht. Ja, willst du nicht reinlaufen? So aus Gewohnheit? Nein. Schade. Ich hatte eigentlich davor zu warten. Jetzt aber komm, Alter, das bietet sich doch geradezu an.
Na komm, Feigling, ey. Du bist eindeutig kein Gewohnheitstier. Nein, den solchen Sachen nicht. Da, da, da. So, und das nehmen wir auch noch mit. Toll, hat jetzt viel gebracht. Nimm mal den Schlüssel. Herz. Schnapp dir mal den Schlüssel, ich will die Vase irgendjemand gegen den Kopf werfen. Ah, komm her. Hallo. Jemand da? Nein, Schlüssel abgeben. Oh, toll.